Leben auf der Welt. Darum möchte ich dich erreichen und dich sensibilisieren. Und du sollst dir Fragen stellen, wie zum Beispiel, was möchte ich erreichen? Ja, zielorientierte Planung ist hier wichtig für den Unternehmer selber, ja, für den Pferdebetrieb, für die Landwirtschaft und auch für dich. Wo liegen meine Prioritäten? Beim Tier und beim Mensch im Verhältnis. Das Tier vielleicht 80%, der Mensch vielleicht 20%, aufs Unternehmen gesehen. Oder genau andersrum, das Tier 20% und der Mensch 80%. Da wären wir eventuell bei den Reiterhöfen. Wir sind, wie gesagt, ein Pferdepensionsbetrieb und wir haben unsere Pferde getrennt nach Wallache und Stuten. Wir haben eine 24-Stunden-Heuherde für die Pferde im Programm, die ja mehr aufnehmen müssen, die eventuell etwas älter sind und reifer, ja, und die etwas unterstützt werden dürfen. Wir haben die Stutenherde, wo mit Laufstall und Paddock in der Herde viel Freiraum herrscht und Fressständer, die zu den Fütterungszeiten für Ruhe sorgen. Ein Blickschutz ist da auch von Bedeutung für manche Pferde, weil sie sehr futterneidig sind und dann ruhiger fressen können. Alles durchdacht, alles durch Erfahrung erzeugt und für uns und für unser Umfeld in unserem System als jetzt gerade aktuell die beste Möglichkeit, dem Pferd Glück zu schenken, Zufriedenheit und Gesundheit. Und wir haben auch Strohraufen und andere Unterstellmöglichkeiten, ja, wo Futter liegt. Strohraufen mit Dach drüber, ne? Wichtig und gar nicht mal so preiswert zum Bauen. Darum immer wertschätzen, was ihr habt. Befestigungen sind auch wichtig fürs Pferd, sowie aber auch der Untergrund, der weich ist. Das Ausgeglichene ist das, was zählt. Darum ist, wie gesagt, unsere Philosophie, Pferdhof Kuhl steht für glückliche Pferde, weil wir das Glück der Pferde an oberster Stelle positionieren. Und hier ist die Orientierung und die Anregung für dich bei den Höfen, dass du die richtige Haltungsform oder die Unterhaltungsform für dich wählst. Ist deine Priorität bei der Gesundheit des Tieres oder liegt sie woanders? Unsere Priorität ist bei der Gesundheit des Tieres und dann kommen andere weitere Unterpunkte. Wie erzeugen wir die Gesundheit des Tieres? Ja, was ist die Grundlage davon? Und dann kommen wir auf den Boden, den Aufbau von Boden, der gute Humus, wieder die Mikroorganismen und die Diversität im Ganzen. Die Fauna, Flora, die Mutter Natur, das, was uns Leben gibt. Und wir bauen auch bei uns auf dem Hof im Unternehmen Systeme auf. Systeme, wo du dich bewerben kannst, wenn du ein Pferd hast und du es eventuell bei uns unterstellen möchtest. Wir haben auch verschiedene Plattformen, aktuell Instagram zum Beispiel oder im Internet verschiedene Seiten, wo du uns finden kannst unter dem Namen Pferdhof Kuhl. Und wenn du dich als Mensch bei uns bewerben möchtest mit deinem Pferd, dann schauen wir genau hin, was für ein Typ bist du, was für eine Art, ja, auch von Pferd hast du oder was für eine Art Mensch bist du auch, ja. Dann finden wir nämlich so die optimale gerechte Haltungsform für dein Pferd, also die Stallform. Und es gibt verschiedene Formen und Ausprägungen, weil jeder einen anderen Charakter hat, ne? Und diese Charaktereigenschaften, die spiegeln sich tagtäglich im Tun und Handeln, in der Arbeit, auf dem Hof, in der Ordnung und in dem Umgang wieder. Natürlich können wir uns nicht freisprechen von Konflikten, Missverständnissen, Mängeln oder überraschenden Ereignissen. Ja, Naturkatastrophen gibt es natürlich auch und sowas alles, ne? Aber oftmals ist es der Mensch, der sehr viel Einfluss nimmt im Umfeld und sehr viel Energie ausströmt. Und diese Energie kann positiv sein oder negativ.
Darum fragen wir uns doch immer, warum laufen Menschen mit so einem Gesicht, ja, rum, was dir die Energie zehrt, dich ausnimmt, dir auch schlechte Laune besorgt, bringt. Sie besorgen einem so viel Dinge, die wir annehmen, die nicht gut für uns sind, dass sie uns Sorgen machen. Und die Sorgen sind die Zweifel, die wir haben. Was haben wir getan? Was ist verkehrt? Warum guckt dieser Mensch mich gerade so, ja, verbissen, so schwermütig, so traurig, so motzig, so aggressiv an? Und die Frage ist doch, egal ob Frau oder Mann, warum muss man das tun? Es ist doch viel besser, wenn man einem ein ehrliches Lächeln schenkt oder das, was einen beschäftigt, ja, so ausdrücken kann, dass man es löst. Und wir schauen, dass wir lösungsorientiert sind. Und alle Erfahrungen, die wir gemacht haben und bis dato machen werden, werden in einem Buch verfasst und sozusagen komprimiert, elixiert und synthetisiert und dann, ja, super krass in Papierform oder digital wahrscheinlich auch noch in verschiedenen Versionen mit dem Titel Das Pferdebuch, ja, für dich verfügbar sein. Und in diesem Buch sind Erfahrungen von, wie gesagt, über 40 Jahren in der Landwirtschaft, Tierpensionshaltung und Pferdepensionshaltung. Und das Wissen über Boden und Strukturen und Zusammenhänge, über Netzwerken, über unternehmerische Abläufe, über Dinge, die das Pferd tut, die einen sehr überraschen können. Warum stehen Pferde zum Beispiel verkehrt im Fressständer? Ja, was für einen Sinn hat das? Das wissen die Pferde besser als wir Menschen. Warum gucken Pferde? Warum stehen Pferde? Warum machen Pferde ihr Ding im Hier und Jetzt? Und wieso machen sich Menschen immer Sorgen um die Pferde? Selbstständig denken können die Pferde auch. Ja, Überraschung. Und Pferde wissen ganz genau, was sie wollen und brauchen, doch wir Menschen gestehen ihnen das nicht immer zu. Und manche Pferde kommen so in Problematiken rein, ob sie zu fett sind, ja, mal zu oft mal der Fall, ja, oder ob sie zu mager sind, ist eine Sache der Wahrnehmung. Optimal ist in der Gesundheit ein Zustand, der oft von anderen falsch wahrgenommen wird. Darum dürfen wir schauen, dass wir das Umfeld so natürlich gestalten und so gesund wie möglich, dann kommen die Pferde in einen Zustand, der der Natürlichkeit am nächsten kommt, am nahesten. Und nur der Mensch, ja, greift ein, wenn, ja, er meint, es wäre nicht so richtig, wie es ist. Doch geben wir uns mal selber die Möglichkeit zu reflektieren und schauen auf uns, dann merken wir, das habe ich jetzt auch wieder in Gesprächen mitbekommen, dass ja viele Pferdemenschen viel oder Pferdefreunde, so nenne ich sie gerne, ja, bei uns auf dem Hof, die Pferdefreunde sind die Menschen, die die Freunde der Pferde sind, ne? Ganz selbstverständlich, aber der Umgang und die Wahrnehmung von Gesundheit und Freundlichkeit, Zuneigung ist oftmals etwas verzerrt. Auch in Bezug zu unserer Gesundheit. Ja? Jeder eigene Charakter, jede eigene Persönlichkeit sollte die Priorität der Gesundheit, ja, bei sich selber legen. Und dann kommt erst das andere, der andere, derjenige. Und oder diejenige, ne? Auf jeden Fall gehen viele Menschen, wenn sie ein Pferd haben, ja, selten zum Arzt, sogar krank noch zum Stall, hauen sich eventuell so hier Placebo-Globulis rein, ne? Globulis Placebo, auf jeden Fall Placebo-Effekt, der funktioniert, ne? Nur wenn du krank bist und nichts in deine Gesundheit investierst, dann wirst du irgendwann ausfallen und dann kannst du dich auch nicht mehr um andere kümmern. Doch die Pferdemenschen sind häufig so, dass sie sehr viel mehr Geld ins Pferd und die Gesundheit reinstecken als in sich selber. Und hier ist die Frage doch, warum? Und ist das nötig? Und bei uns auf dem Pferdehof arbeiten wir mit dem Grundelement gutes Futter, guter Boden. Ja? Und wenn das stimmt, mit den richtigen Nährstoffen, Vitaminen, Spurenelementen, mit dem richtigen aufbauenden Mikrobiom, die Darmflora, die dann
ja, von außen nach innen kommt und dann von innen wieder nach außen. Das ist ein Kreislauf. Und im Code-Management ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Genau, du hast richtig gehört. Code-Management ist ein Bereich, der quasi bei uns das Humus plus Nährstoff